Es gibt Sportarten, die einen von Anfang an faszinieren und die man unbedingt ausprobieren möchte. Eine dieser Sportarten ist für mich das Golfen. Dies ist die Geschichte meiner 30-tägigen Herausforderung, bei der ich jeden Tag 150 bis 200 Golfbälle geschlagen habe. Eine Reise voller Blasen, Durchhaltevermögen, unerwarteten Erkenntnissen und der Triumph beim Newcomer-Turnier. Aber beginnen wir erstmal von vorne. Die Idee war simpel. Einen Monat vor dem Newcomer-Turnier würde ich damit anfangen, jeden Tag zwischen 150 bis 200 Bälle auf der Driving Range zu schlagen. Die Technik würde ich mir aus den Videos der YouTuber Danny Mord oder Rick Shields erlernen und am Ende würde ich mich auf diesen wunderschönen 7-Loch-Kurs gegen andere Neulinge messen. Das erste, was ich für diese Herausforderung brauchte, waren natürlich Golfschläger. Also habe ich mich entschieden, das günstigste Komplettset bei Amazon zu kaufen. Das war ein 16-teiliges Set von Strada, bestehend aus Driver, Hölzer, Hybride, Eisen, Wedges und Putter. Für gerade mal 350 Euro. Bewertet sogar mit 4,3 Sternen, also im Grunde alles, was ein Anfänger so braucht. Die ersten Trainingseinheiten waren, man glaubt es kaum, aber wirklich eine Herausforderung. Meine Hände waren nach kurzer Zeit voller Blasen und anfangs hatte ich noch gedacht oder noch die Golfer belächelt und mich gewundert, warum tragt ihr denn bitte einen Handschuh? Und vor allem, warum einen und nicht zwei? Naja, nach meinem ersten Trainingstag wusste ich genau warum. Wie gesagt, meine Hände waren voller Blasen und eine besonders schmerzhafte Blase war an meinem linken Zeigefinger. Also, noch am gleichen Tag die nächste Bestellung und zwar weiße Golfhandschuhe. Ach ja, und falls ihr es wissen wollt, weiß sind die schon lange nicht mehr. Aber zurück zur Story. Trotz des Golfhandschuhs sollte dies bei weitem nicht die letzte Blase gewesen sein, denn vergesst nicht, jeden Tag schlug ich 150 bis 200 Golfbälle. Egal ob Sonnenschein, massivster Regen oder Schmerzen in Rücken, Händen. Diese Golfbälle wollten geschlagen werden. Ein weiteres Ausrüstungsteil, dessen Besseren ich sehr schnell belehrt wurde, war der Golftrolley. Am Anfang meine Nase noch ganz weit oben. So ein Trolley, das sei nur was für Faule. Ich trag das Ding. Nach 2-3 Runden auf dem 7er Loch und dann auch mal kurz auf dem 9er Loch hatte ich so die Schnauze voll. Ich hatte keinen Bock mehr, diesen Golfbag ganze Zeit mit mir hin und her zu schleppen. Also, nur nach 2-3 Wochen habe ich dann mir diesen Trolley für knapp 100 Euro gekauft. Eines, was mich echt erstaunt hat, war, wie viele Vorurteile es doch über den Golfsport gibt. Und ihr könnt es sehen an meiner Geschichte. Ich war voll damit. Wie wahrscheinlich ganz viele da draußen, habe auch ich gedacht, Golf sei nur was für Rentner, kein echter Sport und wahnsinnig teuer. Doch ich muss echt zugeben, dass ich da mehr als voreingenommen war und der Golfsport ist definitiv in der breiten Masse angekommen. Aus dem Grund möchte ich einfach diese ganzen Vorurteile aus dem Weg räumen und euch zeigen, dass Golf für viele zugänglich ist, unabhängig vom Alter und auch echt mit kleinem Budget. Und wenn euch solche Videos gefallen, dann hinterlasst doch ein Like und ein Abo. 97% meiner Zuschauer haben diesen Kanal noch nicht abonniert. Mein Ziel ist es, die Zahl auf 80% runterzudrücken. Daher, bitte helft mit, abonniert den Kanal, damit ich für euch weiterhin so tolle Videos produzieren kann. Zurück aber zu meiner Herausforderung. Mit jedem Tag, mit jedem geschlagenen Ball wurde mein Spiel besser. Nach einem Monat intensivstem Training fühlte ich mich dann wirklich genug vorbereitet auf das Newcomer-Turnier. Ihr könnt euch sicherlich denken, die Aufregung und der Nervenkitzel war wirklich groß. Vor allem, da ich mich ja aufnehme und nicht unbedingt vor euch versagen wollte. Jedenfalls, wir waren zu dritt in unserem Flight, war der Sven, der Uwe und ich. Sven war dabei der schon etwas erfahrener Spieler mit Platzreife und spielt seit circa einem Jahr. Uwe nur seit 3 Monaten, also eigentlich eine perfekte Konstellation, um zu schauen, wie gut man denn nur nach einem Monat Training werden kann. Für mich war das Turnier dann nochmal eine ganz andere Herausforderung. Nicht nur musste ich auf die Technik achten, nein, ich musste auch diese verdammte Nervosität in den Griff bekommen. Es hört sich vielleicht total doof an, aber ich hatte ja wirklich starke Konkurrenz und eigentlich gar keinen Raum für Fehler.
Und ihr werdet es am Ende sehen, das Ergebnis war mega knapp. Was mich auch mega in den Bann gezogen hat, war die Gemeinschaft beim Golfen. Ich traf auf Menschen unterschiedlicher Altersgruppen, unterschiedlicher Hintergründe, die alle die Leidenschaft fürs Golfen teilten. Es war eine einladende Gemeinschaft, was man jetzt nicht unbedingt erwarten würde, in der ich mich willkommen fühlte und von der ich viel lernen durfte. Ich hatte einige erfahrene Golfer, die bereit waren, ihr Wissen weiterzugeben und mich in die, ja wirklich die Künste des Spiels einzuweihen. Und das macht das Golfen aus. Es ist mehr als nur ein auf den Ball schlagen. Es ist eine einzigartige Kombination aus Strategie, Ruhe, Technik und Gemeinschaft. Jeder Schlag erfordert präzises Timing und die richtige Körperhaltung. Die Art und Weise, wie der Ball über das Grün rollt oder wie er majestätisch durch die Luft fliegt, hat echt eine schon faszinierende Schönheit. Das wird dann noch massiv verstärkt durch die verschiedenen Aspekte eines Golfplatzes. Diese sorgfältig gestalteten Fairways, die sandigen Bunker, die kunstvoll angelegten Grüns. Jeder Golfplatz, und das auch eine wunderschöne Einzigartigkeit ist, jeder Golfplatz hat seine eigene Persönlichkeit und seine eigenen Herausforderungen. Ich kann euch nur sagen, wenn ihr es noch nicht selber erlebt habt, ihr werdet fasziniert sein von der Natur, die euch umgibt. Es ist wahrlich eine wunderschöne Möglichkeit, Zeit im Freien zu verbringen und die Schönheit der Umgebung zu genießen. Am Ende war es dann dieses Training, das Wissen und auch Glück, was mir den entscheidenden Vorsprung gab. Wir sind am 7. und alles entscheidenden Loch bei dem Newcomer-Turnier. Ich bin gerade mal einen Schlag im Vorsprung. Nicht nur in dem Flight, aber wie sich später herausstellte, auch im ganzen Turnier. Schlage ich also bei diesem Loch nur 2 Bälle mehr als der Sven, dann hat er das Turnier gewonnen. Das 7. Loch ist ein Par 3 und mein Abschlag geht direkt fast ans Grün. Aber Sven hält auch dagegen auch fast ans Grün. Nicht nur das, sein 2. Schlag geht direkt aufs Grün, in die Nähe des Lochs und holy shit, ihr könnt euch sicher die Anspannung vorstellen. Jetzt ein Fehlschlag und es ist vorbei. Also, anstatt was zu riskieren, probier es gleich mit dem Putter. Und nur ganz knapp am Loch vorbei. Wow, das wäre es gewesen, wenn ich jetzt beim letzten Loch einen Birdie, also einen Schlag unter dem Par, geschlagen hätte. Aber, naja, Sven ist dann mit dem Putten und ganz knapp am Loch vorbei. Sein 4. Schlag, nochmal vorbei. Ah, das war ärgerlich. Sein Gesicht, aber ich könnte es leider nicht sehen, aber sein Gesicht hat es gezeigt. 5 Schläge bei Loch 7. Also, ich muss nur noch den Ball locker einlochen und dann habe ich gewonnen. Kurze Konzentration, Ruhe und Ball ist drin. Par am Loch 7. Und wow, damit der Turniersieg. Und was soll ich sagen, was für eine geile Reise in die Welt des Golfens. Von meinen anfänglichen Blasen an den Händen bis hin zu dem Triumph beim Newcomer-Turnier. Ich hoffe, ich konnte euch zeigen, dass mit Hingabe, Leidenschaft und hartem Training alles möglich ist. Ich hatte nicht erwartet, wie sehr ich vom Golfen angefixt sein würde. Und ich muss euch sagen, dies ist erst der Anfang. Ich hoffe, meine Geschichte, wie immer, inspiriert euch dazu, euren eigenen sportlichen Abenteuer zu beginnen und eure eigenen Grenzen zu überschreiten. Für mich selber bot der Golfsport eine wertvolle Möglichkeit, Stress abzubauen und den Alltag hinter mir zu lassen. Die Ruhe und Stille auf dem Golfplatz waren eine willkommene Abwechslung vom hektischen Treiben meines Alltags. Ich bleibe auf alle Fälle am Ball und zeige euch in den nächsten Videos, welche Techniken ich gelernt habe, die mir den Erfolg beschert haben. Also, wenn ihr das sehen wollt, klickt einfach hier. Abschließend möchte ich noch jeden ermutigen, sich auf diese wunderbare Sportart einzulassen und die einzigartige Welt des Golfens zu entdecken. Wir sehen uns im nächsten Video.